Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles oder Nichts 2 Box von Xatar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles oder Nichts Teil 2. So sieht das Ganze aus. Wir werden das mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Am besten hier oben bei dieser Schweißnaht. So. So sieht das Ganze aus. Alles oder Nichts 2, jetzt 2018 erschienen am 21. September und vor circa 10 Jahren ist der erste Teil rausgekommen, nämlich Alles oder Nichts Teil 1 von Xatar, ein ziemlicher Klassiker der Deutschrap-Szene. Wir haben hier eine recht umfangreiche Box. Und die Optik sehr gelungen in so einer 500 Euro Bündel, beziehungsweise ja, eigentlich schon ein Paket. Alles oder Nichts 2. Dann haben wir hier in roter Schrift Xatar stehen. Das Ganze hier mit so einer Alles oder Nichts 2 Banderole. Rundherum. Links und rechts haben wir jeweils diese Geldscheinbündel, diese Optik. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder die Geldscheine. Und dann haben wir hier noch Alles oder Nichts, also die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze ist eine Clubbox, geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen UV-Geldscheinprüfer, kommt aus einem separaten Karton. Dann haben wir das Album Alles oder Nichts. Dann haben wir den AGB 2 Sampler. AGB 1, die Instrumentals zu Alles oder Nichts 2, das Album Alles oder Nichts 2, eine Autogrammkarte bzw. eine Postkarte, dann einen Geldschein, jede Menge Sticker, eine Geldklammer, 1, 2, 3 große Sticker und ein Poster. Jede Menge Inhalt. Von innen glattschwarz die Box. So, und nachdem fast alles hier schon ohne Folie kommt, bis auf das Album und diese Geldklammer, werden wir das Album mal aus der Folie schneiden. Am besten hier. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier den Baba aller Babas, in dem Fall Xatar, abgebildet. Und wir haben hier 7 Hände, die mit schicken Uhren und schicken Feuerzeugen diesem Mann hier Feuer geben wollen. Relativ schlicht ansonsten gehalten, in den Farben Schwarz und Weiß. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier lesen wir auch nochmals Xatar, Alles oder Nichts 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und wir haben 13 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von AZ, Capital Bra, Sami, Schwester Eva, nochmal Sami, Nu und Enno. Dann haben wir hier noch die Credits und Barcode. So, auch von Ihnen das Ganze in Schwarz und Weiß. Kommen wir mal zum Booklet. Wir haben hier die einzelnen Tracks, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer das Ganze produziert hat. Fotoaufnahmen von Xatar. So sieht das aus. Dann haben wir noch die Credits zum Album. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen. Sehr schön gemacht. Alles oder Nichts 2. Gut. Dann haben wir die Album-CD. So sieht das aus. Und hier wieder das Logo von Alles oder Nichts Records zu sehen. Dann haben wir zu diesem Album natürlich die Instrumentals. So sieht das Cover aus.
Und hier haben wir dann die 13 Tracks in der Instrumental-Version, also keine Skits oder derlei Sachen, sondern wirklich 13 Tracks mit 13 Beats. So sieht das aus, schwarz, weiß und rot. Und das Ganze kommt in einer Papphülle in einem Digisleeve. Und wir haben noch drei weitere Digisleeves. Und zwar haben wir hier einmal den Alles oder Nix AGB 1 Sampler. Ebenfalls in einer Papphülle. Und zwar haben wir hier 6 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von CEO, nochmal CEO, nochmal CEO. Also dreimal CEO mit dabei. So sieht die CD aus. AGB 1. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Teil zu AGB. AGB 2 nennt sich das Ganze. Und hier haben wir dann nochmals 6 Tracks mit drauf. Also, wir haben hier dann noch Features von CEO, Sami, Haftbefehl und nochmals CEO und nochmals CEO. Also, CEO hier sehr oft vertreten. Also, wir haben insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Das ist dieser AGB-Sampler. In diesen beiden Teilen. Und dann haben wir noch das Album aus dem Jahr 2008, Alles oder Nix, also der Vorgänger zu diesem Album, hier mit dem Original-Cover von damals. Allerdings, was man sagen muss, wir haben hier jetzt nur 10 Tracks mit drauf. Das damalige Album aus dem Jahr 2008 hatte 17 Tracks. Allerdings, warum fehlen jetzt hier einige Tracks? Das liegt daran, dass das Album dann indiziert wurde. Also das Album wurde dann im Februar 2010 indiziert und jetzt hat man das Album nochmals hier mit reingepackt. Allerdings musste man natürlich die Sachen runternehmen, die damals zur Indizierung geführt haben, und somit hat man jetzt hier 7 Tracks weniger mit dabei. Aber auch hier haben wir jede Menge Features, nämlich wieder Sami, Jalal, Sami, CEO, 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 Sami, Azad, Jamila, CEO und Jetset Mehmet. Jede Menge Tracks, jede Menge Features. So sieht das aus. Also, das Ganze auf jeden Fall ein echter Klassiker. Wenn auch schade in der Papphülle, aber dann kann man es auch von den Originalen besser unterscheiden. Gut, dann haben wir jede Menge Sticker mit dabei. Und zwar diverse Motive. So, also wir haben hier einmal dieses Motiv. Das Cover des Albums, hier Khatar mit der Zigarre und den diversen Feuerzeugen. Das Ganze quadratisch, das haben wir dreimal. Dann haben wir einen Sticker, ebenfalls in dreifacher Ausführung, Panama Flues, mit rot und blauem Dollarzeichen. Also rot, weiß, blau, das ist ja die Nationalflagge oder die Nationalfarben von Panama, passend. Dann haben wir hier dreimal im Querformat diese Alles oder Nix AGB-Sticker. Dann dreimal dieser Sticker hier, 10 Jahre AON. Damit werden es schon mit insgesamt 12 Stickern. Und dann haben wir noch drei Riesensticker. Und zwar diese hier im Querformat Rata Alles oder Nix. Also insgesamt 15 Sticker, 9 davon quadratisch. Und die restlichen 6 hier im Querformat. Damit kann man gut was ankleben. Dann haben wir mit dabei eine Geldklammer. Die kommt hier in so einer kleinen Folie. Gab es ja in diversen Deutschrap-Boxen schon mit dabei. Die sieht so aus, echt edel gemacht. Also hier auf der linken Seite lesen wir Bonn, Celsiusstraße. Das ist die Gegend von Katar. Dann haben wir hier rechts AON Batzen. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen. Und in der Mitte haben wir einmal das Alles oder Nix Logo. Und dann lesen wir hier: Zähl so viele Scheine du kannst, bevor du sitzt. In diesem grünen Kreis. Ja, das ist auf jeden Fall eine lobenswerte Einstellung. Und das Ganze eignet sich natürlich dann, um Geldscheine hier mit reinzumachen. Gefällt mir gut. Kann man auf jeden Fall verwenden. Dann haben wir mit dabei diese Karte, diese ja, Autogrammkarte im Hochformat. Allerdings ist diese nicht unterschrieben. Ich gehe mal stark davon aus, dass die generell nicht unterschrieben wurde und nicht nur ich jetzt irgendwie Pech hatte.
Also ich schätze mal, eure ist ebenfalls so blank. Rückseite weiß, aber ja, bis auf die fehlende Unterschrift. Schön gemacht. Dann haben wir, bevor wir zu dem Geldscheinprüfer kommen, noch ein Poster mit dabei. So. Und zwar haben wir hier auch wieder das Cover. Hier Rata. Und oben lesen wir dann auch wieder Alles oder Nichts 2. Und das Ganze ist im Hochformat und zwar beidseitig bedruckt. So sieht dann die Rückseite aus. Hier unten die Credits. Und dann haben wir hier den Interpreten im Anzug vor weißem Hintergrund. Sieht so ein bisschen nach El Pacino Scarface aus von der Optik, hier so in weiß, schwarz, rot. Aber die Farbkombination auf jeden Fall top. Gut, und dann kommen wir zu den letzten beiden Inhalten, die unmittelbar zusammengehören. Und zwar haben wir hier so einen Karton, Alles oder Nichts 2, UV-Geldscheinprüfer nennt sich das Ganze. Dann haben wir hier noch die Informationen. Also hier lesen wir Eigenschaften. Prüft die Echtheit von Geldscheinen und Kreditkarten, macht die fluoreszierenden Sicherheitsmerkmale sichtbar, On-Off-Schalter, elektronischer Starter. Gut, dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier ein Kabel, das heißt, das Ganze wird dann an der Steckdose angehängt. Und dieser Geldscheinprüfer kommt dann in so einer Luftpolsterfolie, dass er auch heil bei euch daheim ankommt. So, dann machen wir mal die Box wieder zu. Dann haben wir hier dieses Kabel. Bevor wir das anstecken, schauen wir uns das mal kurz an. Also wir haben hier einen schwarzen Geldscheinprüfer, Plastikverschalt. Alles oder nichts lesen wir hier. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter. Hier unten dann die Prüffläche mit so einem Zentimetermaß noch dabei. Und hier lesen wir dann noch OC bzw. QC Pass, also QC steht wahrscheinlich in dem Fall für Quality Check, dass das Ganze auch überprüft wurde und dass man dem Ganzen auch trauen kann. Okay, das Kabel ist hier noch zusammengebunden, machen wir mal auseinander und dann werden wir das Ganze mal anstecken. So, dann werde ich mal kurz an dieser Stelle einen Schnitt machen, um euch das zu ersparen, diese kleine Suche nach einer Verlängerung und dann stecken wir das gleich an. Kleiner Moment. So, ich habe das Ganze jetzt angesteckt und dann werden wir das Ganze mal in Betrieb nehmen. Dafür drücken wir hier auf diesen Einschalter. Jawohl, man sieht hier schon das blaue Licht leuchten. Und jetzt haben wir hier extra für dieses Geldscheinprüfgerät einen 500er. So sieht er aus. Und zwar ist dieser Geldschein gekoppelt an ein Gewinnspiel. Man kann diesen Geldschein jetzt hier reinhalten, dann wird irgendein Code sichtbar und anhand dieses Codes kann man dann herausfinden, ob man mit diesem Code gewonnen hat. Und zwar gab es da jede Menge zu gewinnen, also nur um mal ein paar Sachen zu nennen. Es gab unter anderem Ticker-Handys, Handyzubehör, Powerbanks, Kopfhörer, Ladekabel, DevShop-Gutscheine, John Reed, Platinum, Member Card, Masari Schmuck, wo es ja auch schon die Kleidung gibt, aber jetzt gibt es auch eine Schmuckkollektion von Masari dann in Zukunft, Feingold, alles Mögliche. Gut, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wir legen diesen Schein hier rein. Jawohl. Und dann kommt hier dann, hier kann man es lesen, in Orange kommt dann ein Code zum Vorschein. Und zwar habe ich hier die 31.525. Und wie gesagt, dieser Geldscheinprüfer eignet sich nicht nur dafür, sondern man kann hier dann auch entsprechend richtige Geldscheine, also Euro-Scheine testen und damit überprüfen, ob diese echt sind. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Geldscheinprüfgerät, der zugehörige Schein, eine Autogrammkarte, auch wenn diese nicht unterschrieben ist. Dann haben wir die Geldklammer, jede Menge Sticker, wie gesagt, quadratisch, rechteckig, unterschiedlich groß, unterschiedliche Motive, insgesamt 15 Sticker sind dabei.
Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Das Album Alles oder Nix aus dem Jahr 2008. Dann AGB 1 und AGB 2, also nochmals insgesamt 12 Tracks auf diesem Sampler. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, Alles oder Nix 2. Ja, das sind insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 10 Tracks auf dem Alles oder Nix Tape, plus 12 auf dem Sampler, plus nochmal 13 auf dem Album Alles oder Nix 2, also insgesamt 35 Tracks plus die Instrumentals. Das ist echt jede Menge Zeug und auch vom restlichen Inhalt echt, echt stark. Das alles in dieser wunderbaren Box Alles oder Nix 2 von Xatar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xatar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.